Denkste. Sie betritt mit erhobener Nase die Kneipe, in der ich mich zum kollektiven Saufen oder besser Ersaufen mit meinem besten Freund verkrochen hatte. Ich hatte sie im ersten Moment nur aus den Augenwinkeln gesehen, doch plötzlich erkenne ich sie wieder. Und die Wut kocht erneut in mir hoch. Diese blöde Schlampe ist schuld daran, dass ich hier bin und vielleicht kaum noch laufend, mehr fallend, hoffentlich, am Ende mein Bett treffend, in dieser Nacht nach Hause torkeln werde. Und wenn ich Glück habe, werde ich am nächsten Morgen aufwachen und in eine erneute Heultriade verfallen. Oder den nächsten Schnaps trinken. Dann bekommt man auch keinen Kater. Und es gibt keinen Punkt, an dem es einem wie Schuppen von den Augen fällt, wie erbärmlich man sich in besoffenem Zustand verhalten hat. Wenn man nie wieder zu trinken aufhört, dann muss man diese Realität auch nicht ertragen. Jedenfalls hatte sich diese dreiste Kuh an meinem Jetzt-Ex-Freund vergriffen, sich an ihn rangemacht, sich ihm angebietert, als dieser noch in meinen Klauen war. Und das war gestern gewesen. Gestern! Und jetzt kommt sie auch noch, um sich in meinem Schmerz zu suhlen. Ich schiebe zu Kai, meinen besten Freund, hinüber und zische: Das ist sie, dieser Bitch. Ich lese die blanke Verzweiflung in seinem Blick. Gut so, er fühlt mit mir. Ja, und schau sie dir an. Billig, gegen sowas. Ich fixiere sie von oben bis unten. Hat dieser Arsch mich eingetauscht? Die war wohl im Sonderangebot. Ich merke, wie das Adrenalin in mir stetig zunimmt. Diese Schlampe ist mittlerweile zur Theke gewackelt und hat sich ein Wodka Lemon bestellt. Sag ich doch, eingebildet. Ihr reicht kein Bier? Nein, die Schlampe muss ein Longdrinkchen schlürfen. Und wie sie an ihrem Strohhalm nuckelt, als sei er ein Lutscher. Ekelhaft. Also, ich finde, sie sieht ganz normal aus. Aus weiter Ferne erreicht mich dieser Nichtsnutz von besten Freund mit seinen Worten. Er hätte mir ebenso einen Dolch in den Rücken jagen können. Also, ich weiß nicht, vielleicht ist sie ja ganz nett. Okay, er hat ihn noch ein Stück weiter in meinen Rücken gebohrt. Gleich durchstößt er meine Lunge. Wozu um Himmels Willen sind denn Freunde da? Beste Freunde. Sie sollen einen unterstützen und wenn ich verdammt nochmal finde, dass die Schlampe billig aussieht, dann hat er das auch zu finden. Bastard! Böse schiel ich zu ihm rüber. Danke für deine volle Unterstützung. Wenn es die Ironie noch nicht gäbe, in diesem Moment hätte sie ihre Geburtsstunde erlangt. Verwirrt schaut er mich an. Ich hole uns mal was Neues zu trinken. Gut so, jetzt erst recht. Er ist auch nur ein Mann, die können nichts dafür, sage ich mir in Gedanken. Abgesehen davon kann er am wenigsten dafür, dass die Schlampe hier auftauchen musste. Ich schaue erneut zu ihr rüber. Oh mein Gott, sie hat sich verdoppelt. Eine identische, genau gleiche, genauso billige, scheinbare Kopie hat sich zu ihr gesellt. Tja, ein Übel kommt eben selten allein. Dann bekommt diese halt auch. Wer sich mit dem Feind verbrüdert, ist der Feind. Amen. Ich schaue mich nach einem großen, schweren, aber dennoch handlichen Gegenstand um. Ohne Erfolg. Ein Baseballschläger wäre nicht schlecht. Eine fiktive Situation erscheint vor meinem inneren Auge. Ganz kurz, das mein Kostüm. Die siamesischen Zwillinge vor mir, ich im Catwoman-Kostüm, es flattert im Wind. Ich stürme auf sie zu, stürze mich auf sie und zerkratze erst der einen und dann der anderen Schlampe die Augen. Dann schleudere ich sie mit voller Wucht gegen die Wand. Es kracht dumpf, während der Kopf der scheinbaren Kopie durch die Tür rollt, die ein neu ankommender Gast gerade öffnet. Erste Hürde geschafft. Ich wische mir den Schweiß von der Stirn und warte, bis die Oberschlampe wieder zu sich kommt. Kaum schlägt sie die Augen auf, packe ich sie an ihrem Stringtanga und schleife sie daran zur Tür hinaus, die Stufen hinunter, wobei bei jeder Einzelnen ihr Kopf auf ihre Schultern kracht. Diese Stadt ist so klein für uns beide, brülle ich ihr außer mir ins Ohr.
Dann nehme ich sie und schleudere sie über die Stadtmauer hinweg. Weg. Weg von mir, aber vor allem weg von ihm. Wenn ich ihn schon nicht haben darf, dann geht es mir so wenigstens besser. Abrupt erwache ich aus dieser wunderbaren Vorstellung, als mein verräterbester Freund mit zwei angemessen großen Bieren wieder zurückkehrt. Ich trinke es in einem Zug leer. Er holt ein neues. Langsam steigt mir auch der Schnaps von vorhin zu Kopfe. Mist. Ein Blick zur Theke sagt mir, dass die Schlampe sich gerade auf ihrem Hocker regelt und gekünstelt gähnt. Unbewusst muss ich auch gehen. Scheiß Carpenter-Effekt. Sie muss noch ihre Abreibung bekommen. Leicht schwankend, aber entschlossen erhebe ich mich. Langsam, zielstrebig, torkelig zu ihr hinüber. Mein bester Freund hat sich schon unter dem Tisch verkrochen. Feigling. Ey, du Schlampe. Ich rülpse sie an. Bitte? Sie schaut mich an, als wäre ich eine Made. Und ein bisschen fühle ich mich auch so. Oh, mein Freund ruft an, sagt sie zu Schlampe Nummer 2 gewandt und geht an ihr klingelndes Handy. Diese übernimmt nun das Madenstirn. Na toll, da will man sich einmal was trau... Hi, Richard, ich weiß auch nicht, was die will. Und die Schuppen fallen und fallen und fallen nur so von meinen Augen ab. Richard? Das ist gar nicht mein Jetzt-Ex-Freund. Hilfe! Panisch suche ich nach einem Loch im Boden, in dem ich verschwinden kann. Ich schlage ohnmächtig auf dem zerschundenen Boden auf. Ich habe mir den Madenblick redlich verdient.